Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute haben wir ein Blue Bricks Pro Set. Und zwar Western Little Cottage. 2535 Teile für 99,95. Das ist das gute Stück, ist ein bisschen groß. Die ganze Kiste. Naja. Soweit wie ich das mitkriege, ist ein Pferd dabei, eine Figur, ein Boot, das man bauen kann, eine Böhm und da hinten noch ein kleiner Handkarren. Ja, dann wollen wir mal die Rückseite uns angucken. Die ist ja auch für viele interessant. Ja. Inneneinrichtung. Ja, dann werden wir mal das Ganze öffnen. Ist heute angekommen. Haben wir so schnell wie möglich bestellt. Haben von unseren Mit-YouTubern haben wir die Nachricht bekommen. Hey, die haben was Neues, Blue Bricks. Und dann haben wir natürlich, da wir ja auf diese Western-Sachen abfahren, sofort das Ding gekauft. Ah, die Platzverschwendung ist okay. Kann man so lassen. Da ist noch irgendeine Tüte zwischen dem Buch. Im Heft drin. Ah, das ist die berühmte Buchtüte. Siehst du? Die Buchtüte. Nicht, dass er irgendwie wegfällt oder sonst irgendwas. Bevor der in der Tüte kratzt. Ja. Meine Klemmhilfe. Ah ja, das sieht schon mal ganz toll aus hier. Oh, Bett. Die machen Betten. Die machen Betten. Ja, das fällt mir ein, ich bin auch schon wieder müde. Ja, sieht ganz gut aus. Dann wollen wir mal ausschütten, oder? Ja, macht am wenigsten Krach. Einmal einen schönen Ort, das war's. Oh, das gefällt. Das gefällt mir. Unterbaubare Platten. Kasten tun wir da wieder rein. Ein wunderschöner Karton. Den werden wir auch aufheben. Jawohl. Auch wenn da einer meint, wir wären Messis. Was ein Honk. Was ein Honk. So, hier haben wir ein Angussteil. Natürlich mit einer elektrischen Bohrmaschine. Was sonst? Was ist da noch? Oha. Eine Farbspritzpistole. Ein Schraubenzieher, ein Ringschlüssel, einen Hammer und ein Maulschlüssel. Alles hier in diesem Rahmen. Ja. So, und dann haben wir hier nochmal zwei Angussrahmen. Beides gleiche drin und verschiedene Farben. Ich würde das jetzt gleich gucken. So, ja, Schere, ein Engländer, Maulschlüssel, Spritzpistole, Bohrmaschine, ein Radkreuz, wenn du mal mit der Kutsche einen Platten hast. Ja, und im Silber genau das gleiche. So. So, die Tüte mit den Platten habe ich mal ausgeleert. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Ja. Da ist nicht eine einzige Tüte nummeriert. Nicht? Doch.
Aber warum ist hier keine Nummer drauf? Ah, ganz da unten. Oh, ich bin mal wieder mal blind. Ich wollte nur kurz mitteilen, dass das 6x16x16 in grün sind und 3x in Pech, also in Tellenfarben. So, jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen vorsortieren. Das ist die 1, die 2, die 6, die 2, die 2, hier. Ist eine 4 dabei hier irgendwo? Ja. Du sortierst jetzt auch 1, 2 oder was? Nee, ich habe hier die 6. Hier, hier. 3. 6. 2. Hast du 5 irgendwo? Nein. Steht keine 5. Da ist die 3, die 5 und die 6. 1. Ja. Drei. Drei. Fünf. Vier. Ja, genau. Ich war ja bei mir. 7x eine Figur. 3. 5. 4. Also ist 2. 4 war hier. Auch 2. 3. 1. 1. 1. 3. 1, 4, 3. 6. 1. 3. 4. 3. 2. 3. 4. 1. 1. 2. Oje, oje. Warum machen wir das immer? Ja. Was hat der eine letztens gesagt? Ich mag es, wenn die Tüten nicht nummeriert sind. Dann kann ich alles schön auf einen Haufen, kann ich das dann schütten und kann dann schön suchen. Ja, das haben wir gesehen. 2,5 Stunden. Eine oder 2 Höhen hat er fertig gehabt. Nach 2 Stunden. Ja, so ist es. So. Die 7, das ist ein Fall für mich. So, hier hast du was. Guck dich mal in Ruhe um. Ich baue die 7 zusammen. Und dann wollen wir das Ganze hier mal so ein bisschen unterbrechen. Nee, du kannst machen, was du willst. Wenn du ein Lego-Set vorstellst, dann kommen die ganzen Hater aus der anderen Gruppe und erzählen dir so einen Scheiß, beziehungsweise melden sich erst gar nicht. Tun einfach Daumen nach unten. Das. Und da sage ich mir auch, Leute, was seid ihr doch für Feiglinge? Dann schreibe ich doch einen Kommentar. Das sind die wenigsten, die mal einen Kommentar dazu schreiben. Und wenn, dann werden sie ausfällig, beleidigend. Die meisten tun mir ja gleich löschen. Aber ist das ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn das ohne Löscherei durch die Gegend ging.
Nur mal so zur Info, heute ist Freitag. Heute gibt es irgendwelche Probleme mit den Kommentaren bei YouTube. Nicht, dass ihr denkt, wir würden irgendwelche Kommentare von euch löschen. Um Gottes Willen. Bloß nicht. YouTube hat da Probleme, dass er die einfach nicht anzeigt. Sobald man was geschrieben hat, schmeißt das gleich wieder raus. Ich habe auch zwei Antworten auf Kommentare geschrieben. Schwupp, weg waren sie. Das ist... Naja. Die stellen wahrscheinlich schon langsam um. Das sieht doch ganz lustig aus, der Bub. Mir gefällt er. Hübsches Figürchen. Ja. Okay. Design her ist okay von Braun. 1 bis 3 ist im Prinzip das Gebäude hinten. 4 ist die Flussseite, Ufer. Kann man schön auch zu zweit klemmen. Wenn man ein zweites Buch hätte, wäre es natürlich optimal. So darf man sich durch. Hunderte von Seiten klemmen. Ist doch schön. So, knapp 30 Seiten zu kopieren. So, als PDF gibt es nicht. Ja, ist mir echt ein Rätsel. Die wissen ja, wer es gekauft hat. Eine Datenbank, der ihn das gekauft hat, mit PDF, wo auch sein Name drin ist, kann man alles machen mit DRM, Kopierschutz und weiß nicht was. Wenn sie drauf bestehen, dann ist niemand das Ding. Aber man kann es auch kopieren und von jemandem und kann es dann so machen, ja. Also. Komm, wir wollen den Drucker doch sowieso leer drucken, damit er weggeschmissen wird. Werde ich das gleich machen. Der ärgert uns zu sehr. Riesendrucker, der hat immer viel, viel Geld gekostet, hat aber seine Arbeit getan. Also kommt er dann weg. So, dann werden wir jetzt mal unterbrechen. Du machst da Dingsbums und ich mach Dingsbumser und dann passen wir mal auf, ne, was hier abgeht. Ja, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, auch Kopien, damit wir zu zweit hier rumdoktern können. Ja. Jetzt werden wir das Teil gleich zusammenbauen. Ja, ich würde mal sagen, vor 3 Stunden ist Part 2 angegangen. Das Teil werden wir hier auch einbauen in die ganze Geschichte. Es freut mich, dass die Geschichte da, was wir da vorhaben, gut ankommt. Das war mal ein sehr kurzes Video mit 1,54. Wir versprechen, es wird ein bisschen länger. Das nächste muss länger werden, weil da noch ein bisschen Aktion ist. Also freut euch schon drauf. Und ja, wir werden schauen, dass so alle 3 bis 4 Wochen ein Teil reingeht, der so um die 3 bis 4 Minuten hat. Kommt immer drauf an, vielleicht wird es auch mal ein bisschen kürzer oder so, aber hab Verständnis dafür. Des Weiteren, ja, in den Bemerkungen bzw. in den Kommentaren ist aufgekommen, ja, da hätte eine Frau schreien müssen. Ist alles klar, ich will nicht anecken, um Gottes Willen, aber wenn da eine Frau zuschaut, die gerne mal so ein paar Sätze hier sprechen würde, das ist alles kein Problem. Wenn Leute da sind, die sagen, ach komm, hier so für maximal einmal im Monat 5 Sätze als Darsteller da hier, als Synchron, meldet euch. 2, 3 hübsche Frauen, jeden Alters. Es müssen also keine 18-Jährigen sein. Nein, es können auch erwachsene Frauen sein. Groß, klein, dick, dünn. Also einmal quer durch den Wald. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir da ein paar Stimmen bekommen würden.
Und ja, mit eurem Namen, den ihr hier in den Kommentaren benutzt, werdet ihr dann auch im Abspann aufgeführt, wer welche Stimme gesprochen hat. Also keine falsche Bescheidenheit, meldet euch. Wir haben vor ungefähr 8-9 Jahren für Morrowind, ein Mod, haben wir auch unsere Stimme gegeben. Da hat auch jemand Stimmen gesucht und haben wir gesagt, okay, ich habe da den König gespielt. Und er hier, unsere Klemmkraft, der hatte da irgendeinen Zauberer oder was hat er gesprochen. Mhm. Die waren sowas von begeistert, weil wir haben uns auch richtig reingelegt in die Geschichte. So, soweit dazu. Wir werden jetzt anfangen aufzubauen. Das wird wahrscheinlich im Schnelldurchgang sein, denn 2535 Steine wollen verbaut werden. Deswegen breche ich jetzt, mache ich eine Pause und danach starte ich gleich wieder, damit der Aufbau dann für die Klemmkraft ein bisschen einfacher wird im Stream. Ja. Thank you.
So, wir sind fertig mit dem Bauen. Kommen wir zum Fazit. Ja, eine 1x2er Blue Trans Blue Trans ist nicht vorhanden. Dafür sind aber ein paar kleinere. Tue ich dann dadurch ersetzen. Ansonsten, die Steinqualität ist okay. Klemmkraft gemischt. Auf der einen Seite sehr hohe Klemmkraft und dann wieder fällt ab oder so. Der Baum hier, sehr filigran. Aufbauen und in Ruhe lassen. Die Blätter, die da drauf sind, die sind mir mehrmals zusammengeklatscht. Da soll dann auch noch eine Stange rein und so weiter. Die zieht aber nicht durch. Ach, blöde Konstruktion. Wenn wir damit noch irgendwas machen, zum Beispiel einen Film oder sowas, dann fliegt der Baum da weg. Da kommt der Fatt. Kommt ein Strauch Erdbeeren hin. So. Das Gebäude, fantastisch. Klasse gemacht. Also der Designer weiß, was er tut. Ja, was will ich da noch groß sagen? Normale Kratzer und so weiter, aber alles ganz normal. Das Ding ist in Ordnung. Und für den Preis, so viele Teile, sind noch viele unnötig hier, nur mit dem Dings hier. So eine Hütte hätte man auch schön alleine bauen können und dann vielleicht für 40, 50 Euro verkaufen. Es sind auch viele Teile, die gestreckt worden sind. Wie zum Beispiel die Steinplatten und so weiter, die gehören hier in den japanischen Garten und nicht hier bei dem Flussonkel dahin. So, aber wie gesagt, das Design ist klasse. Wie ist die Bauanleitung? Ist in Ordnung. Also es gibt hier und da mal so ein paar Sachen, wo man dreimal nachgucken muss, aber ansonsten soweit okay. Du hast die Hütte gebaut, wie war die Klemmkraft dort? Die Klemmkraft ist... wenn es dann geklemmt hat, also wenn was zu klemmen war, war es okay. Ist eine wilde Konstruktion. So, dann wollen wir das Ganze mal drehen. Es sind ein paar Gimmicks dabei. Wie zum Beispiel hier der Grill. Hier hinten ist eine Wildsau. Ihr seht, wie der Baum schon wackelt. Ich versuche es langsam zu drehen. Hier ist Lederverarbeitung. Ein Schleifrad. Hier hinten sind Holz zum Verfeuern. So sieht die Hütte von hinten aus. Drei Vögel sind da dabei. Zwei Fische habe ich gezählt. Wie viele drin sind, weiß ich nicht. Hier ist nochmal ein Karren mit diversen Sachen. Ein Pferd hat er auch. Wenn das Boot abgesoffen ist, nimmt das Pferd. Ja, und dann ist was ganz Seltsames hier. Die Türen, die Fenster, ja. Okay. Aber die Türen, die schlackern nicht. Die kann man hinstellen und dann sind sie auf oder nicht auf. So, was mir an der Hütte nicht gefällt, ist, dass sie die Baumstümpfe in dem Dark Ten gemacht haben. Die vorne rausgucken, links und rechts. Die hätten sie auch in dem Ton im Braun lassen sollen. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir schauen innen rein, ne? Mach du mal gerade. Wollen wir vielleicht erstmal sagen, was noch übrig gibt? Ja, da sind noch Sachen über. Einige müssen noch als Deko dienen. Genau. Ja. Also ist hier reichlich übrig, weil man auch. Hier oben aus dem Schornstein kommt Rauch raus, den Quatsch schon mal weggelassen. Ja, weil das sieht ja abartig und pervers aus. Dann waren Klammern dabei, diese Zangen, die sind innen drin viel zu groß. Deswegen liegt noch mal eine extra Tüte dabei mit Ersatzklammern, die kleiner sind. Ansonsten wird nix, gar nichts halten. So, dann mach doch mal die Hütte auf. Ja, dann nehmen wir mal das Dach ab. Ich
Wir haben innen drin ein Bett, Bärenfell, einen schönen Tisch, Bücherregal. Was der Junggeselle eben halt so braucht. Genau. Kleiderständer, zwei Schaukelstühle, die umgefallen sind, eine Bar. Ja. Ein offener Kamin. Mal sehen, was ich jetzt hier alles abreiß. So. Da hinten sieht man eine Küchecke. Die ist hier in dem Bereich mit einem Herz. Noch mal ein Kleiderständer. Schöne Wanduhr und den Baum hat es gerade erledigt. Ja, scheiß Baum. Macht nix. Der ist so filigran. Den braucht kein Mensch. Ist nicht das Gelbe vom Ei. So, bei den Fenstern von der Hütte gibt es ein kleines Problem. Und zwar, das Ganze wird wird normal gebaut und dann wird es zur Seite gekippt. Das heißt, die Fenster, naja, die kann man nicht wirklich öffnen, weil die nach unten und nach oben aufgehen. Und drehen geht nicht? Nee, keine Noppen. Keine Noppen. Auch nicht schlecht. Man hat dann das Vergnügen, dass hier vorne so eine ganze Wand, also so die Wand und das Stück von der Wand, hier drüben, an einer einzigen Noppe hängt. Also die Klemmkraft von dem Stamm. Lassen doch neben Dingen. Okay, dann ich lasse. Der wird doch eh vernichtet. Ja, den werden wir sowieso. Der kommt nie Krabbelkiste. Also eine einzige Noppe ist hier drin, die den ganzen Aufbau von der Wand hält. So wird es gebaut, so ist das Fenster auch richtig und dann wird es einfach gekippt. Hat natürlich den Vorteil, dass man noch mal ein bisschen bequemer reingucken kann. Ruckzuck ist die Hütte zerlegt. Tag der offenen Wände. Dann ist hier das Dach fest von dem Seitenaufbau. Es hängt hier neben an einer Dings, die ist eine Linie, die hochgezogen ist. Und da hängt im Prinzip das Dach hier dran. Das heißt, wenn ich hier eine Noppe da weg mache, kann ich das komplette Ding rausziehen. Das ist nirgendwo verankert, gar nichts. Und auf der anderen Seite hängt der Balken auch nur an einer Noppe. Das sollte man nicht machen. Was haben die sich bei den Fenstern gedacht? Ich bin begeistert von der Hütte. Ein super Design. Nur, das sollte auch zweckmäßig sein. Oh, jetzt fangen sie wieder alle an. Oh, der hetzt wieder über Bluebricks. Mache ich überhaupt nicht. Ich verstehe nur so manches nicht. Dass das falsch rum ist, dass die Seite, die hier drüben hinkommt. Warum gibst du mir die dann? Hab ich doch gar nicht. Du hast sie einfach genommen. Ach was, ich entnehme nicht einfach nur was. So. Ich meine, wir haben es gekauft wegen der Blockhütte. Ja. Und wir wollten das selbstverständlich auch ein Review machen darüber. Ja, und wenn ich die Blockhütte sehe, gut, okay, die Fenster. Müsste man gucken, ob man sich da nicht noch irgendwas anderes einfallen lässt. Festes Fenster rein, ohne Fensterladen und dann sieht es auch besser aus. Ja. Ja. Ansonsten ein hübsches Set. Ja. Da kann man was draus machen. Da wird auch was Schönes draus gemacht. So sieht es nämlich mal aus. Ja, Leute. Was soll ich da groß sagen? 100 Euro kostet es, sind 2535 Teile. Ein sehr schönes Design. Nur ein paar Sachen, die eben halt ein bisschen anecken. Wie überall. Nicht nur von Bluebricks, sondern auch von anderen. Gibt Sachen, die einem nicht so gefallen.
ist eben halt Geschmackssache. Mir gefällt's, wir brauchen das Ding für bestimmte Sachen. Und deswegen würde ich sagen, ja, 80%ige Kaufempfehlung auf das Neuteil. Ja, wegen den Kleinigkeiten, die da sind. Dass hier der Stein gefehlt hat. Aber es waren zwei einzelne da, da ist es eben halt unter ferner Liefen. Der Baum, die Fenster, ja, und dann eben halt so ein paar kleine Konstruktionsecken, die man später mal ausbügeln kann oder durch was anderes ersetzen. Ja, als Teilelager ist das okay. Für den Bau haben wir jetzt ganz gemütlich 4,5 Stunden gebraucht. Wenn man überlegt, dass das ungefähr die gleiche Anzahl ein paar Steine weniger als bei der Mine sind, wo wir ja mal eben gerade fast 10 Stunden länger gebraucht haben. Da sieht man, was Bauschritte ausmachen. Das ist dann schon angenehmer. Das Pferd ist wie alle anderen, die ich bisher bemängelt habe. Ist auch ziemlich zerkratzt. Ist also aus derselben Produktion, selben Firma und. Brauchen wir nicht weiter groß drüber zu reden. Vielleicht kriegen sie es ja irgendwann mal hin. Wir haben da jetzt hier Pferde gebraucht und da haben wir uns dann welche lange bespielte, also sehr schlimm gebrauchte, die sind nicht so verkratzt wie die neu sind. Von einer anderen Firma, die ist jetzt glaube ich in Dänemark die Firma, ne? Ja. Kann das sein? Ja. Ja, Leute. Ein schönes Set. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Abonniert uns, wenn ihr es nicht schon habt. Schreibt uns in die Kommentare, ob das einer mittlerweile aufgebaut hat, was ich nicht glaube. Und weil wir dürften hier wahrscheinlich jetzt die Ersten sein. Wir haben es heute Mittag, haben wir es erst bekommen. Postbote war zweimal hier, weil es so geregnet hat. Ja, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, dann würde ich doch mal sagen, dann verabschieden wir uns mit. Baut auch sowas Schönes. Das ist schön. Die kleinen Fehler, kann man drüber wegsehen. Es ist was ganz Tolles. Und es ist zu empfehlen. Die Idee ist fantastisch. Ja. Ja, dann verabschieden wir uns für heute und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.